Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, Wechselstrom. Dieses Mal sprechen wir über die Darstellung von sinusförmigen Größen. Also es geht rein um sinusförmige Größen und wir werden eine Sache kennenlernen, die heißt Zeigerdiagramm. Aber gehen wir es langsamer, schauen wir mal eine sinusförmige Größe an. Ich habe hier etwas aufgezeichnet, ich habe mich wirklich bemüht dieses Mal, dass es auch sinusförmig ausschaut. Ich denke, es ist mir nicht so schlecht gelungen. Man kann sich es auf alle Fälle ganz gut vorstellen. Ich habe hier einen sinusförmigen Strom, da vielleicht ein bisschen, egal. Ja, man kann sich es vorstellen. Sinusförmiger Strom, das ist der I von T. Ja. Dieser I von T, der hat halt hier einen gewissen Phasenwinkel. Ja, Phi. Ja. Und wir wissen, das I von T ist ja die Amplitude. Und jetzt, was ist die Amplitude? Da haben wir die Amplitude. Und die Amplitude war bei sinusförmigen Größen ja Wurzel 2 mal der Effektivwert. Okay. Also das ist die Amplitude, Wurzel 2 mal der Effektivwert, mal Cosinus Omega T plus eben diesen Phasenwinkel. Dadurch kann ich diese, mit dem Phasenwinkel kann ich praktisch diese Schwingung nach vorne und nach hinten verschieben. Ja. Ja. Und da ist Omega T, das sind halt, habe ich Omega T aufgetragen, da ist 90 Grad, 180 Grad praktisch, nur halt mit Omega Winkelgröße. Ja. So. Und bei U von T, das kann einen anderen Phasenwinkel haben. Ein Phi U, ja. Das heißt, mein U von T schaut, ist praktisch Wurzel 2 mal U, ja. Weil da haben wir ja wieder die Amplitude und dieser wieder Faktor Wurzel 2 mal den Effektivwert, ja. Mal Cosinus Omega T plus Phi U. Okay, so sieht das aus. Wir wissen jetzt, der Cosinus ist eine Winkelfunktion. Schauen wir uns das im Einheitskreis an. Zufällig, oder im Kreisdiagramm an, ja, zufällig habe ich hier einen Kreis, der genau, dessen Radius genau der Amplitude hier entspricht. Ja. Und jetzt zeichne ich das einmal mit dem Phi I ein. Das sind ungefähr 45 Grad. Da zeichne ich jetzt diesen Stromzeiger. Ja, und jetzt habe ich schon den Begriff verwendet, Stromzeiger. Ja, der ist so. Ja. Hier sehen wir diesen Phi I. Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, was ist dieser Stromzeiger? Dieser Stromzeiger rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Ja, rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Und das, was ich eigentlich sehe, was ich real sehe, ist die Projektion, ja, dieses Zeigers auf die reale Achse. Reelle Achse, ja. Also diesen Abschnitt sehe ich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn es flach ist, ja, sehe ich den gesamten Abschnitt. Dann bin ich da. Eine Zeit lang später sehe ich eben nur einen Teil hier. Diesen Teil sehe ich hier und das ist der. Ja? Also das ist das, was ich da zum Zeitpunkt 0 praktisch gerade sehe. Ja? Das ist I von 0. Ja? Und da haben wir da I von 0. Ja? Ist das? Also ich habe das mit dem Winkel Phi I eingezeichnet. Ja? Und dann geht es weiter. Ja? Dann rotieren diese Sachen weiter. Das wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ja? Und irgendwann bin ich halt in der Zeit so weit fortgeschritten, dann steht das genau senkrecht. Ja? Dann sehe ich nichts mehr. Und dann, wenn es weitergeht, dann wird das auf einmal negativ. Gell? Dann sind wir auf der negativen Seite der reellen Achse, der sogenannten reellen Achse. Also auf der reellen Achse ist das, was ich real beobachten kann.
Okay? Ich kann mir aber vorstellen, es ist ein Zeiger, der so im Kreis rotiert, mit der Winkelgeschwindigkeit Omega, mit einer Verschiebung von Phi, und sehen du halt nur die Projektion, den Kosinus davon. Und die Länge des Zeigers ist eben das Wurzel 2 mal i. Das ist eine komplexe Zeigerdarstellung, heißt das. Also das wäre schon eine komplexe Größe. Was eine komplexe Größe genau ist, werden wir im nächsten Video sehen. Aber wir kennzeichnen das mit einem Unterstrich. Also das ist der i-Unterstrich da quasi. Dieser Zeiger, der zeigt auf eine gewisse Position in der sogenannten komplexen Ebene. Wie gesagt, nächstes Video. Aber im Moment ist halt für uns, machen wir einfach den Unterstrich. Wir akzeptieren jetzt einmal, dass das eine komplexe Zahl ist und dass wir eigentlich nur die Sachen auf der reellen Achse sehen und das uns vorstellen können, wenn man das da in Gras rennt. Okay? Jetzt schauen wir uns nur den, wie würde dann der Spannungszeiger dazu ausschauen? Nun ja, da ist das Phi U ist ein bisschen größer. Okay? Das zeigt halt da, weiß nicht, steiler nach oben. Weil hier haben wir ja, hier haben wir dieses Phi U, das ist der Winkel da, und das ist der Spannungszeiger, der U-Unterstrich. Und wieder sehen wir hier praktisch die Projektion, und das da ist halt das U von 0. Und das sehen wir da. Das ist die Projektion. Und wenn sich die zwei Zeiger mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, das machen sie, wenn die Frequenz gleich ist, bewegen sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit im Kreis, dann bleiben sie zueinander und rotieren halt so dahin. Dann bleiben sie zueinander, die relative Position zueinander bleibt gleich und sie rotieren gleichmäßig rum. Das heißt, dieser Winkel zwischen U und I, das ist der sogenannte Phasenwinkel, Phi, den sehe ich da, da ist der Phi, den sehe ich da hier, der bleibt da konstant an und für sich. Ja? Also das ist die Zeigerdarstellung. Die Zeigerdarstellung zeigt eigentlich nichts anderes wie die Zeitdarstellung. Nur muss ich mir halt vorstellen, okay, die Zeiger rotieren halt. Ja? Und ich schaue mir eben nur den projizierten Teil, deswegen der Kosinus. Und dann ergibt sich alles automatisch. Was heißt das automatisch ergeben? Also es ist natürlich viel einfacher, so Zeiger zu zeichnen, wie die ganze Zeit. Ich meine, sagen wir, ich habe mich da wirklich bemüht und das schaut nicht gescheit aus wie ein Sinus, da zumindest. Und bei den Zeiger, das kann fast jeder. Wollen wir nicht so sein? Sagen wir, das kann jeder Techniker. Okay? Deswegen sind so Zeiger super. Wir werden auch nachher sehen, wir können dann Ströme addieren und Spannungen addieren und so weiter. Und das funktioniert so, wie man Kräfte zusammenlegt mit einem Kräfteparallelogramm. Also wenn ich einen Strom so habe und einen Strom irgendwie anders und ich ziehe das zusammen, dann mache ich pack, pack. Und aber das sehen wir uns dann beim nächsten Video an, wenn wir über die komplexen Zahlen noch sprechen. Ja? Ich habe hier schon erwähnt, das ist eine komplexe Größe jetzt, dieser Strom. Ja? Das ist eine mathematische Hilfskonstruktion. Ich könnte auch x- und y-Koordinate sagen, aber nein, wir verwenden komplexe Zahlen, weil da gibt es ein paar Rechenregeln, die uns helfen. Passt. Okay? Real, Imaginärteil, sehen durch nur den Realteil und deswegen mit Cosinus von dem Winkel, der gerade da ist, der sich ändert mit der Zeit, weil es rotiert. Schauen wir an. Ja. Gut, also komplexe Größen. Komplexe Größen, komplexe Zahlen, komplexe Rechnung. Das Thema unseres nächsten Videos wird komplexe Rechnung sein. Ja. Was ist eine komplexe Zahl? Wie addiere ich komplexe Zahlen und so weiter? Ja. Ja, das schauen wir uns einfach näher an. Ein bisschen Wiederholung aus Mathematik, würde ich sagen. Ja. Weil nämlich in der Elektrotechnik schreiben wir die imaginäre Einheit nicht als I, sondern als J. Warum werden wir auch hören? Nächstes Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.